Hannover 96 gegen den SV Werder Bremen. Es war eine spannende Partie mit einer hektischen Schlussphase. Los ging es in der 9. Minute. Klaus, und das ist Hiroshi Kiyosaki mit der ersten Möglichkeit zur Führung. 26. Minute, aber dann Elfmeter wegen Foul von Backfreder an Klaus, und das ist eine Sache für Zlatko Julusovic, der bei dieser Sache super cool bleibt. Keine Chance für Ron Robert Zieler. Bremen will die 0:2 Führung. Da, diesmal war es Clemens Fritz, aber der scheitert jetzt mal am starken Schlussmann von Hannover 96. 71. Minute, Hannover 96 bekommt auch einen Elfmeter, aber diesmal missglückt er. Erktat ist diesmal der Pechvogel von Hannover 96. 84. Minute dann. Johansson. Schon letzte Woche war er erfolgreich mit seinen Toren gegen Leverkusen. 90. Minute aber dann. Da ist es doch. Klaus, toller Ball auf Hiroshi Kiyosaki. 1:1, das späte. Oder der späte Ausgleich der Hannoveraner, aber es ist der Ausgleich. 90. Minute, Hannover hat die Chance zur Führung, wieder Erdenik. Und diesmal hat Felix Wiedwall wirklich Glück gehabt. Beinahe wäre Hannoverer in Führung gegangen. Das blieb aber am Ende so, dass die Hannoveraner nicht 3 Punkte zu Hause holen konnten. Sie spielten 1:1 unentschieden gegen Werder Bremen. Danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Zusammenfassung. Ciao!